Hallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Fallout 4 Automatron. Wir sind in der letzten Folge ja, ich weiß nicht wohin gereist, aber wir sind irgendwo hingereist. Und wir suchen jetzt den zweiten Robohirn, aber wir sind hier in einen Hinterhalt gekommen. Und ja. Ich habe mal ein bisschen meine Grafik runtergedreht. Und ich habe nämlich irgendwie auf der Auflösung, auf der ich spiele, ein bisschen, nur ein bisschen mehr als 30 FPS. Ich habe mir gedacht, ich drehe es ein bisschen runter. Jetzt habe ich nämlich durchgängig 80. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu weit runter gedreht. Das muss ich nochmal testen, dann das nächste Mal. Genau. Ich drehe es vielleicht dann nochmal ein bisschen hoch. Egal. Mache ich nach der nächsten Folge. Gut, ich frage mich, warum YouTube die Videos nicht in 1440p anzeigt. Sie sind zumindest in 1440p aufgenommen. Vielleicht habe ich die falsche Einstellung gemacht. Habe ich jetzt auch mal was geändert? Mal gucken, ob es dieses Mal geht. Und ja, warum gehe ich eigentlich nicht durch die Tür? Weil gar keine Tür ist, okay. Wir wollen darunter. Oder darüber. Zum anderen Robohirn. Wir haben noch genug Muni. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so wirklich viel an der Grafik hat sich jetzt nicht geändert. Es ist... Also, was ich gesehen habe, ist, dass es nicht mehr so weit nach hinten geht und dass es ein bisschen anders gefiltert wird. Aber, naja, okay, die Waffe sieht auch nicht mehr ganz so geil aus. Und unser Arm auch nicht. Ich dreh's dann wieder hoch. Das Ding geht ganz schön hoch. Jetzt kommst du auch noch, oder was? Hau doch ab. Wer schießt da mit diesem komischen... Ach, überall hängt man fest. So, komm her, du blödes Mistvieh. Was, ein Hund? Ist der jetzt echt abgehauen? Der ist abgehauen. Die Sau. Oh, das ist lustig. Bist du jetzt da runtergekommen? Ach. Nee. Mist, entwischt. Das kotzt mich an. Wie zur Hölle ist der da runtergekommen? Ich habe so das Gefühl, dass der da runter gepackt ist. Ne, hier ist er. Zeig ich ja. Komm her, du blödes Robohirn. Ich mach dich alle. Sorry, Siedler, du warst ein bisschen im Weg. So, Radar-Pulsender. Jo. Reparatursatz und ein Kopf. Ich will doch die Siedler eigentlich nicht erledigen. Mann. Okay, zurück nach Sanctuary. Und dann mal mit Ada reden und hoffen, dass es weitergeht. Ja, es sieht echt nicht mehr so hübsch aus. Hm. Warte mal, kann ich das zufällig... Hier, Anzeige. Figuren ausblenden. Das muss ich mal schauen. Nee, so wirklich viel kann ich ja nicht machen. Einstellungen. Gameplay. Nee. Muss ich also außerhalb des Games machen. Okay, wo rennt sie rum? Wenn ich jetzt nach außen laufe, steht sie bestimmt drinnen. Nee, nicht mal. Es scheint alles nach Plan zu verlaufen, Man. Keine Sorge, Man. Ich werde alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das ist mir schon klar. Hier, Ada.
Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckernis zu orten. Keine Sorge. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Okay. Gute Arbeit. Hey, gut gemacht, Ada. Danke. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Soweit geschafft, das schaffen wir jetzt auch noch. Hey, ich bin nicht so weit gekommen, nur um jetzt klein beizugeben. Das verstehe ich, aber Sie sollten dennoch vorsichtig sein. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, würde ich sie sehr gerne begleiten, wenn sie möchten. Wenn nicht, bleibt mir nur, ihnen viel Erfolg zu wünschen. Du gehst verdammt nochmal nicht mit. Das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Und Fort Hagen, war das nicht die Satellitenstation, wo wir nicht reingekommen sind? Ich frage mich immer noch, wie wir da reinkommen. Aber okay. Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie rausfinden. Peng, peng, peng. Unhalt, Protektron, der gefällt mir gar nicht. Uh-oh. Ich zerleg einfach mal alles, was hier herkommt. Da, weg. Weg. Ich habe einfach mal Hacken gedrückt. Selbstzerstörung einleiten. Das hat ja gut funktioniert. Peng. Mach Peng. So, was haben wir hier? Mr. Handy. Ach, nimm mir auch mal mit. Du Rust Devil, du gehst mir um ein Eier. Geh mal weg da. Ich will keine haben. Geh nach Hause. So, da lag noch ein Mr. Handy. Erhöht die Laufgeschwindigkeit um 10. Patrone, Patrone. Aha, aha. Okay. Der explodiert ist, da liegt er. Naja, so wirklich was Tolles hatte der ja nicht dabei. Ihr müsst alle dran glauben. War da nicht auch noch einer? Du, ich auch. Weg da. Das war letztes Mal aber noch nicht so ausgebaut. Ich glaube, das sind alle weg. Ich glaube, wir müssen da hoch. Okay. Hier rein. Und noch eins höher. Hab mir gedacht, ich nehme auch mal wieder eine andere Waffe. So, dann machen wir mal die Tür auf. Sicherheitstürsteuerung öffnen. Und Sprung. Hangar von Fort Hagen. Das erste Mal
seit was weiß ich wie viel Folgen, dass wir hier rein dürfen. So, ich nehme wieder meine Lasergun. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Gib Ruhe. Das ist mein Müll. Ich mag Müll. Da geht's nicht lang. Was bist du? Ein Totem. Oh. Hey, Aschenbecher brauche ich. Was? Ping, 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 ping. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Oh ja, das weiß ich. Du wirst doch einem Mädchen nicht wegnehmen, oder? Oh, Brustteil, Arm. Hey, wo kommst du her? Kann ich dich hacken, dass du auf meiner Seite bist? Sende Abschaltsignal. So viel dazu. Wo? Du feiges Stück Scheiße. War schön, mit dir den Boden aufzuwischen. Du bist nichts. Wow. Hörst du das? Tada. Ich hab's immer noch drauf. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Nee. Nee. Okay, wir gehen hier hoch. Und suchen immer noch Dead Robo Hirn. Dem brauchen wir bestimmt den Ventilator. Den nehme ich auch mal mit. Aluminiumdose, Aschenbecher. Was haben wir hier noch? Wundert sich, dass hier niemand ist. Dieser blöde Affe. Kann ich das nicht mitnehmen? Superkleber, Sturmfeuerzeug. Mit Jezebel. Der Mechanist. Ich komme, um euch vor einer neuen Schaltplatte zu warnen, die Unschuldige bedroht und meine Roboterverbündeten vernichtet, die euch nur retten wollen. Dieser Schurke. Ich lass dich jetzt einmal hochgehen. Du nervst mich. Aber wir werden sie finden und zur Strecke bringen. So, da will ich auch noch rein. Gibt EPE. Laser, Stahl, okay, nehmen wir alles mit, gerne. Aha. Wow. Alter, was bist du? Alter, was ist das für ein fettes Ding? Ich hab sie noch nie so todesüchtig gesehen. Dein bisschen Feuer, ne? Das macht mir gar nichts.
Ich habe was viel Stärkeres als du. Wo bist du denn hin? Bam! Mit der bei der Explosion oben drüber stehen ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Ah, hab's Helm. So, willst du dich auch wehren? Sie sehen mir nicht nach einem Rust Devil aus. Was tun Sie hier? Was ist denn geschehen? Was haben dir die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind sie so dumm, dass sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was tun Sie hier? Ich möchte deinen Radarpeilsender. Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich nehme mir, was ich brauche. Bin ich so? Oder bin ich nicht so? Ich könnte definitiv Hilfe gebrauchen. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie so etwas sagen würden. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Nein. Nein? Du willst mich hintergehen? Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Gar nicht. Sie werden mir einfach vertrauen müssen. Nein. Also, abgemacht? Nein. Nein. Nicht abgemacht. Nun gut, da stecken wir dann wohl in einer Art Sackgasse. Entscheiden Sie sich, ich warte. Ich gehe von hier ganz sicher so schnell nicht weg. Scheiß drauf! Ah! Das war irgendwie nicht so wirklich das. Das Angebot steht noch, falls Sie interessiert sind. Sie schaffen mich hier raus und finden mir einen neuen Körper. Und ich öffne Ihnen die Anlage des Mechanist. Okay. Okay. Eine kluge Entscheidung. Nein. Eigentlich hätte ich Gewalt androhen sollen. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Verlasse den Hangar von Fort Hagen. Und natürlich hat sie den Alarm aktiviert. Wie nett. Sehr nett. Na ganz toll, die Tür ist zu. Ach Lady, du bist echt nett. Du machst mir das Leben nur noch schwerer. Da geht's nicht lang. Da leuchtet was. Ein Raketenwerfer. Tja, den hätten wir für den eventuell gebrauchen können. Jetzt haben wir ihn nicht mehr. Will jemand sagen, wie ich hier wieder rauskomme? Baupläne, Augenbot, nee, Baupläne. Aha, okay, habe ich verstanden. Jezebel-Interview. Also gut, Herrn Carsten.
Ivy sagt, ich soll herausfinden, wie du funktionierst. Also fangen wir mal an. Das ist völlig unnötig. Wir können diese doch recht unangenehm. Achten Sie auf die Sturmbandräte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Ganz einfach. Sie will, dass ich diese Glocke aufbreche, die du als Kopf hast, und herausfinde, wie dein Gehirn mit deinen Schaltkreisen verdrahtet ist. Vielleicht kann ich Ihnen hierbei helfen. Schließlich kann ich ja sonst kaum etwas tun, nachdem Sie meinen Körper von meinem Rumpf getrennt haben. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Nur zwischen uns beiden. Was zum Geier ist ein Kompromiss? Redest du von Treten oder sowas? Gut. Ich muss das so ausdrücken, dass sogar ein Dummkopf wie Sie es versteht. Dann eben so. Sie brauchen Informationen, die Ihren Boss glücklich machen. Ich möchte mein Gehirn in einem Stück behalten. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Gut, ich höre. Ich verrate Ihnen alles, was ich über meine Bauweise weiß. Alles, was diese Ivy hören will. Und ich verspreche Ihnen, sie wird nicht enttäuscht sein. Als Gegenleistung bleiben Sie mir mit diesen Werkzeugen fern und bringen mich wieder zu meinem Körper. Sie bekommen, was Sie wollen, und ich werde nicht seziert wie bei irgendeinem Laborexperiment. Abgemacht. Nun, das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Und Ivy wartet nicht gern. Weißt du was? Fang an zu reden. Dann höre ich auf zu bohren. Dann erzähle ich Ivy alles und wir werden sehen, wie glücklich sie ist. Aber erstmal lasse ich deinen Kopf in dieser Maschine. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Wie hört sich das an? Oh, wird wohl reichen müssen. Ich meine, ja, abgemacht. Tja, die wollten wohl auch nicht so wirklich verhandeln. Sicherung, Schraubenzieher, nee, brauchen wir alles nicht. Spielterminal. Was spielen die da? Ach, jetzt können wir uns plötzlich hinsetzen. Boden weg vom Spielterminal. Von Ivy, liest das. An den, der die Highscores gelöscht hat. Ich finde dich und reiß dir den Kopf ab. Bis einer von euch es zugibt, Hände weg vom Terminal. Ups. Punkte. Bandabspiel. Automatron. iBot, Handy, RoboBrain, Mine, Assaultron, Sentry. Safe. Bla, okay. Okay. Bang, 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 bang. Gerade nicht, was ich alles zerstören muss, damit das Game weitergeht. Bang, 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 bang. Der geht nicht kaputt. Bang, 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 bang. Die Sentry-Einheiten. Haut ab. Kriegt mich nicht. Kriegt mich nicht. Kriegt mich doch. Ping, 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 ping. Au, Dinge explodieren, das ist unfair.
Oh, kacke. Okay, einmal noch, dann ist es vorbei. Bam, 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 bam. Pam, 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 pam. Geh doch weg. Okay, es geht doch noch ziemlich gut voran. Na, doch nicht. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, nicht aufgepasst. Egal, weg hier. Ja, verlassen. Okay, weiter geht's. Wir wollen hier ja raus. Oh, was haben wir denn da noch? Schaltplatte. Seche. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Ah, ganze Aufregung wegen nichts. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Du hast mir auf die Tür versperrt. Anomalie entdeckt. Oh, gut. Den will ich hacken. Selbstzerstörung. Jetzt aber weg. Ja, der ist da. Der war ein Stück zu nahe. Scheiße, hab nicht gesehen, was wir eingesammelt haben. Egal. Ach, komm schon. Geh drauf. Häng. Ja. Ernsthaft jetzt? Der regeneriert sich? Was soll die Scheiße? Das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Und ihr nervt nicht mehr. Oh. Immer dieses Nachladen. Oh, lass mich doch einfach gehen. Wo geht's hier denn raus? Hier hoch. Ist nicht mal explodiert. Da bist du ja, du kleine Schlampe. Dein Kopf ist auch gleich weg. Kann ich nicht looten, ich komme da nicht raus. Ich habe jetzt auch keine Lust, da einen Weg zu suchen. Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Mittendurch statt nur dabei. Stirb, Ivy! Wir gehen mal auf den rechten Arm. Ja, komm, auf den rechten. Stirb! Sag ich doch. Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Nun denn, dann ebenso. Gut gemacht, Mensch. Ausgezeichnet. Tch.
Tesla-Gewehr. Verschießt eine elektrische Entladung, die auf andere Ziele überspringt. Nice. Tesla T60 Torso. Erhöht Energieschaden. Nochmal. Nochmal, nochmal. Nimm einfach alles mit. Das war vielleicht ein bisschen viel. Das brauchen wir nicht mehr. Weg. Kronkorkenmine auch nicht. Den auch nicht. Tesla-Gewehr. Mhm. Dönermesser. Kleidung. Was haben wir denn mal weg? Roboter Brustteil brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. T60 Helm. T60 linkes Bein. Der linke Arm ist besser als meiner. Der rechte Arm ist schlechter. Der linke Arm ist bei mir auch einfach kaputt. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.